Hey ABVB, heute geht es los. Wir testen Produkte. Bei mir ist wieder ein Paket eingetrudelt und es ist natürlich wieder von Cosmetic for Less. Ich liebe PR-Pakete von Cosmetic for Less, denn das heißt, ich kann wieder was testen und ich habe was richtig Cooles, bei dem ich gesagt habe, so, okay, wenn ich das nicht testen kann, dann raufe ich mir mal alle Haare raus. Also, so als Beispiel, ich habe eh nicht mehr so viele, also, ja, ich würde sie rausraufen, wenn ich sie nicht testen darf. Und ich darf es testen, ich kann es testen, ich konnte es schon testen, bevor 49 weitere Tester, sind es 49 oder 50 Tester, ist ja auch egal, weitere Tester es testen durften. Das heißt, ich bin die Erste, die es seit über zwei Wochen testen kann. Sorry für das Ganze, sorry, dass ihr ein bisschen hinterherhängt, aber testet es komplett, bitte. Für alle Leute, die diese PR-Pakete kommen, ich habe die Bitte an euch, bitte testet diese Produkte richtig ehrlich, denn Jaya ist der Hype. Hier ist das PR-Paket und ich bin so gespannt, das dir zu zeigen. Ich mache es jetzt auf. Es ist super gut verpackt, also es ist sehr, sehr gut verpackt. Hier habe ich natürlich wieder von Cosmetic for Less eine kleine süße Botschaft. Und ja, die Produkte sollen mir halt ganz, ganz viel Spaß machen. Ich danke euch. Ich habe immer ganz, ganz viel Spaß an Jaya-Produkten. Und hier haben wir jetzt die Jaya-Produkte. Ich zeige dir das einmal. Und zwar ist das ein Face Toner. Da steht aber extra Before and After Make-up. Finde ich richtig cool, mit schönem Sprühköpfchen, lieben wir. Dann habe ich hier die C.B3, ich kann es immer noch nicht aussprechen, es tut mir sehr leid. Also es gibt Wörter, die kann ich nicht aussprechen. Das ist das Active Face Serum, das packe ich auch einmal kurz aus. Das sieht eigentlich aus wie das andere Active Face Serum, also von den Verpackungen her. Von den Verpackungen her sind die eigentlich immer ganz cool gemacht, weil man kann die Serien von den Cremes unterscheiden. Und ich finde es richtig cool, auch weil ich die ja wiederfinde. Sie sind halt gelb und ich finde, gelb ist schon mal voll meins. So, hier haben wir noch mal Niacinamide. Ich versuche es einfach kurz mal auszusprechen, ohne dass ich mich... Ich habe es wahrscheinlich eh gerade vollkommen falsch gesagt. Und es wird mich gleich wahrscheinlich auch 3, 4, 5 Mal kosten, dass Leute drunter schreiben, das wird so nicht ausgesprochen. Ich kann es immer noch nicht aussprechen. Egal, hier ist es Vitamin C.B3. Wake Me Up Face Cream Morning Energy Boost. Das testen wir sofort natürlich am Morgen aus. Energy Boost, wir brauchen das alle, vor allem ich. Ich sehe im Moment katastrophal aus. Und dann haben wir hier noch ein Waschgel, auch wieder mit so einem schönen süßen Pumpkopf. Ich finde das immer extrem cool. Und das ist halt auch Multivitamin und so weiter und so fort. Und wir werden das Ganze gleich aufdröseln. Was ich aber richtig geil finde, hier ist ein Handtuch mit drin. Also so ein kleines süßes Handtuch mit drin. Und da sind Zitrönchen drauf. Die Süßen hier und die Zitrone hat eine Brille auf. Wie putzig ist das bitte? Also ich werde das Handtuch sofort waschen, denn wat mut, dat mut, ne? Und dann wird dieses Handtuch auch gleich mit eingesetzt. Denn wir wollen das Ganze ja zusammen starten. Also auf geht's. Okay, wir sind jetzt in meinem Badezimmer und ich habe mir diese drei Produkte in die Hand genommen. Das sind die C.B3 Niacinamide, also die Vitamin C.B3 Niacinamide. Das ist das Active Face Serum, das sind die Produkte. Das ist das Wake Me Up, das werden wir gleich benutzen. Und das ist das Waschgel davon. Bei dem Wake Me Up kannst du schon sehen, dass sich das hier so ein bisschen abgesetzt hat. Ich finde das extremst interessant. Ich kann das ja nicht leiden. Ne? Sowas triggert mich richtig hart. Richtig, richtig hart. Aber egal. Also wir werden jetzt als erstes mal diese beiden Produkte nutzen. Dann zeige ich dir, wie großartig das der Toner ist. Und nachher, wenn ich mich komplett wieder abgeschminkt habe, werden wir zur Abendpflege das C-Punkt,
als Vitamin C, Punkt B3, Niacinamide, Active Face Serum nutzen. Die Sachen sind übrigens vegan, was ich sehr, sehr cool finde. Also zumindest das ist vegan, hier ist vegan. Und hier ist auch vegan, also ist die Reihe komplett vegan. Was natürlich für uns vegan, also ich bin ja kein Veganer, aber trotzdem, ich bin Vegetarier, es ist mir egal. Ich achte auf sowas auch manchmal sehr. Was für Veganer übrigens extremst wichtig ist, dass ihr darauf achten solltet, weil vegan leben heißt nicht nur vegan essen, sondern eben auch auf solche Sachen verzichten. Und ja, auch auf Tierversuche verzichten. Ich weiß, Belehrung, bla 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 bla. Ist so, Tatsachen, einmal kurz, hallo. Auf jeden Fall, die Sachen sind zum meisten vegan. Das Einzige, was ich weiß, was von Jaya nicht vegan ist, sind die Ziegenmilchprodukte. Aber ich feiere sie total. Ich muss es gestehen, Egal, legen wir los. Ich muss erstmal mein Gesicht anfeuchten mit dem guten BVB-Waschlappen. Oh Gott, ich lieb's. Oh, Hilfe, ich kleckere mir überall rum. Gerade. Einmal hier einfach anfeuchten, einmal so drüber wischen und machen und tun und ja. Hauptsache ist feucht. Kennt ihr diese Werbung, wo die Leute sich das Wasser so ins Gesicht schubsen? Ich muss gestehen, ich hätte es gerade fast auch gemacht. So, eine kleine Menge von dem schönen durchsichtigen Waschgel. Oh, aufpassen, dass es nicht ins Auge geht. Hey. Ja, es war schön waschen. Und das Schöne ist ja hier, ist, wie du siehst, es schäumt. Also es schäumt richtig geil. Ich liebe das. Jetzt schon. Und ja, ich habe es aus dem Auge rausgekriegt. Also gar kein Problem. War ein dicker Tropfen. Macht dran gar nichts. So. Ja, ich brauche jetzt doch noch ein bisschen was, weil ich gerade am Feststellen bin. Ja, ich habe auch noch Hals. Ja gut, okay, kann man ja jetzt nichts zu sagen. Also, kommen wir als erstes mal zu dem Waschgel. Es duftet leicht nach Zitrone. Oh nein, es duftet eigentlich herrlich nach Zitrone, muss ich gestehen. Und das ist nicht so ein krasser, ekliger Duft. So eine richtig krasse Duftnote, bei der man dachte, das stinkt. Lippen übrigens auslassen, genauso wie die Augenpartien. So, und das ist nicht so ein krasser Duft. Es schäumt, aber es hört dann auch ruckzuck auf zu schäumen. Und ich finde, also allein an dem Duft ist es schon echt schön. So, ich nehme das jetzt auch schon zum Teil wieder ab. Ist natürlich immer so eine Sache. Weil normalerweise würde ich mich jetzt auch unter dem Wasserstrahl abwaschen. Das geht übrigens super einfach und man kann die Sachen auch mit dem Waschlappen klasse abnehmen. Und natürlich nehme ich zum Abtrocknen das Handtuch mit den süßen Dings. Und das klatsche ich einfach nochmal kurz hier drauf. Einfach mal ganz kurz so. Ist übrigens auch voll das schöne Bild für eine Thumbnail. Ja, könnte man alles einmal so handhaben. Nein, also das Handtuch an sich ist auch übrigens mega cool. Das ist so richtig schön soft und ich finde das richtig schön. So, jetzt habe ich so lange gerubbelt an meiner Nase, dass ich niesen muss. Habe ich leider, das ist ja leider so ein Reflex von der Haut bzw. von den Nerven. Und das habe ich tatsächlich oft so, jetzt noch so ein bisschen trocken tupfen. Und so, was soll das Waschgel eigentlich können? Das Waschgel, oh, das Waschgel zu lesen ist übrigens auch ein Akt der Unmöglichkeit, wenn man nicht das richtige Licht hat. Also drehe ich mich jetzt mal ins Licht. Und ich lese einmal vor, wenn ich Deutsch finde. Anwendung. So weit sind wir noch gar nicht. So, Gesichtswaschgel. Für die Haut, für alle Hauttypen. Also du darfst es auch benutzen, egal welchen Hauttyp du hast. Das ist völlig wurscht. Reinigt und spendet Feuchtigkeit. Entfernt Unreinheiten und befreit die Poren von Verstopfungen. So, ich benutze dieses Waschgel seit ungefähr 2 Wochen. Und meine Haut ist eine sehr lahmarschige Haut. Ich muss es aber auch wirklich sagen, dass sie sehr lahmarschig ist, weil das nämlich bei anderen schneller sein kann. Denn es kann sein, dass du als allererstes die Pickel des Todes davon bekommst. Gib aber nicht auf. Es gibt also, wie gesagt, nicht auf, wenn du pickelst. Denn tatsächlich geht auch bei mir hier oben so langsam aber sicher los, dass meine Poren anfangen zu überlegen, ah, was machst du denn da eigentlich?
man merkt halt, dass diese Produkte nicht mit Ballerchemie zugedonnert sind, dass man einfach nach einer Woche aussieht, als hätte man den Streuselkuchen des Lebens in der Haut, auf der Haut, sondern die sind vorsichtig. Also die Vitamin C.B3 Sachen sind super vorsichtig in Sachen, sie sind nicht die Chemiekeule, kann ich dazu sagen. Ich persönlich finde sie nicht schlecht, vor allem das Waschgel. Ich musste für mich feststellen, für meine Haut, ich habe sehr trockene Haut, ich habe sehr, manchmal sehr schnell gereizte Haut, ich habe Kuparose, ich habe so ein richtiges Hautproblem. Ignoriert die Leute da draußen, sie sind schon wieder on point. Keine Ahnung, dass auch sonntags gearbeitet wird, egal, auf jeden Fall. Hat das was von, also ich finde, die Produkte haben bei mir so den Effekt gehabt am ersten, was ist denn hier los? Und dann habe ich festgestellt für mich, okay, du musst auch abends, also meistens wasche ich mich morgens mit dem C.B3 Vitamin und dann geht das weiter, indem ich mich abends aber dann mit einem anderen Jaya-Produkt wasche. Ich habe ja noch aus den anderen Videos, die verlinke ich dir am besten mal, habe ich ja auch noch einige Sachen, die gehen mir langsam zur Neige, aber gut, ich habe ja Nachschub quasi und das mache ich. Ich weiß, wie ich das wechseln muss. Da musst du gucken, ob deine Haut auf zweimal reagiert, ob dies auf einmal besser wäre oder nur auf zweimal. So, du siehst jetzt an meiner Haut so ein bisschen, dass sie am Arbeiten ist. Und es fühlt sich auch so ein bisschen an wie Ameisen, also nicht so extremst dolle, dass ich jetzt sagen würde, so, das geht nicht, das tut nicht gut. Und jetzt kommen wir mal zum Wake Me Up Face Serum, Face Cream. Schön, das ist eine Face Cream. So, da lese ich auch als erstes mal vor. Ist übrigens genauso. Gesichtscreme mit leichter Formel für ein Satin-Finish. Ja, das stimmt. Muss ich gestehen, da ist die Creme. So, so, wir machen jetzt mal hier nur das Gesicht erstmal. So, muss erstmal reinkommen. Man macht man auch schon mal Creme für die Kamera. Dann cremt man sich für die Kamera ein. Sonst nur für den Spiegel. Also fürs selber sehen. So. Und ich zum Beispiel versuche das immer so ein bisschen mit einer Massage noch zu machen. Also dass ich meine Haut nochmal massiere. Oder am Ende mache ich tatsächlich, also abends meistens, gehe ich dann nochmal mit so einem Feststein-Roller-Dingsbums darüber. Bringt das was? Ich habe keinerlei Ahnung. Aber ich würde halt sagen, ist halt gut für die. Fürs Gemüt, dass man das nochmal so macht. So, und weil ich mein Gesicht eben intensiv bewege und irgendwie das Licht weniger wird, was ist da los? Das passiert, wenn man im Badezimmer mit Naturlicht arbeitet. Also ich muss sagen, in der Kamera sieht es gerade richtig knallerot aus, mein Gesicht. Das ist es aber gar nicht. Ich gucke mal kurz in den Spiegel. Nein, das ist nicht knallerot. Aber auch hier fängt es leicht an, also fängt es nach dem Eincremen schön an zu arbeiten. Und das finde ich ganz gut, denn ich sage mir immer so, wenn eine Haut arbeitet, ist das eine gute Sache. Es muss ja auch sein, also die Haut soll ja auch arbeiten, beziehungsweise nicht nur die Haut, sondern auch alles, was da drunter lebt, muss ja auch arbeiten. Und deswegen finde ich das gar nicht so schlecht. Jetzt kriege ich zum Beispiel gleich so ein paar rote Flecken. Das zeigt halt, wie empfindlich meine Haut ist gerade aktuell. Und dann sind die nach 5 Minuten wieder weg. Also das ist tatsächlich rein meine Haut, die dann kurz mit der Durchblutung hadert. Und das ist gar nicht so schlecht. Aber tatsächlich, diese Wake-Up-Cream, wenn da schon mal die Durchblutung gefördert wird, ja, dann ist das auch wirklich Wake-Up. Okay, ich musste jetzt tatsächlich mein Licht anmachen, denn ich will dir ja zeigen, wie es ausschaut. Und ja, du hast einen Glow danach, denn es soll ja so ein Wake-Up-Finish sein mit Glow, sagt es, ja, mit Satin-Finish. Und das Ganze ist jetzt auch noch nicht zu 100% eingetrocknet. Aber es ist tatsächlich für mich recht hübsch. Und vor allem finde ich auch, es ist natürlich. Und man kann es theoretisch, wenn man jetzt sagt, es ist mir zu glowy, kann man abpudern. Das geht alles. Ist übrigens mega cool für unter Make-up. Nur damit wir das kurz klargestellt haben. Mega gut unter Make-up. Aber Sonnencreme nicht vergessen. Habe ich wirklich gesagt. Ja,
die Sonnencreme ist Pflicht, denn ohne Sonnencreme nimmt die Haut Schaden definitiv und das wollen wir ja schließlich nicht. Das Ganze zieht bei mir immer noch ein und es hinterlässt aber auch, also es zieht gut ein, aber es hinterlässt manchmal, wenn ich zu viel benutzt habe. Deswegen gleich die Warnung, fang mit einer geringen Dosierung an und nicht mit der Hardcore-Dosierung. Hier fängt es jetzt übrigens an zu jucken, so ein bisschen. Also fang immer gering an, nicht so viel wie ich. Und dann kann man merken, so dass man es noch ein bisschen runterziehen kann. Aber wie gesagt, das ist dann nur, weil ich einen Fehler gemacht habe und nicht, weil diese Creme nicht gut ist. Das ist mein Fehler und nichts anderes. So, genau. Ich persönlich kann mich jetzt darauf schminken, kann jetzt gleich gut aussehen. Du wirst mich auch gleich nochmal geschminkt sehen oder hast mich ja schon geschminkt gesehen, was er gesagt. Und da habe ich diese Creme drunter gehabt. Das Make-up sieht tadellos aus, wunderschön und ja, meine Haut arbeitet jetzt hier, sie beginnt richtig schön. Ich fühle es und ich gebe dem Ganzen so circa 20 Minuten Zeit. In den 20 Minuten mache ich alles andere, was ich machen muss, trinke Kaffee, was auch immer. Und danach kann ich mich einwandfrei und ohne Reue schminken, denn ich gehe heute nicht raus. Deswegen mache ich gar nicht erst die Sonnencreme drauf. Mich sieht die Sonne heute nicht, wie die meiste Zeit. Also das ist schon mal die Wake-Me-Up-Creme, diese Wake-Me-Up-Creme und das wunderschöne Waschgel. Beides riecht übrigens nach Zitrone, also auch das hier riecht nach Zitrone leicht. Angenehmer Duft, das sind 50 ml und hier haben wir 190 ml drin, aber man braucht halt nur einen kleinen Klecks. So. Wir sehen uns dann gleich wieder und unter anderem auch mit dem Serum. Okay, meine Schnuckelmaus, lass uns mal ein großes, großes, großes Ding testen. Ja, mein Patriots-Look, den kennst du mittlerweile. Aber ich habe hier dieses wunderschöne Jaya C.B3 Niacinamide. Mittlerweile kann ich das Wort aussprechen. Ich habe es so oft ausgesprochen, dass ich es aussprechen kann. Dieser Test ist ja jetzt schon einige Zeit alt. Face Toner, den habe ich Before and After Make-up. Und ich habe einfach gedacht vor einiger Zeit so, hey, Nessie, du musst das Ding auf Herz und Nieren testen. Ja, du wäschst dein Gesicht sehr, sehr gründlich. Und ja, da kommt kaum bis gar kein Make-up runter. Du siehst, ich habe hier eine harte Stelle. Ich mache das jetzt bewusst mit einem Wattepad. Das muss dir klar sein. Ich mache das bewusst, damit du es gleich sehen kannst. Mal gut ansprühen. Bisschen. Ja, hier rolle Nebel und jetzt geht's los. Gut, rein von der Theorie her und im Härtefall kann man damit abschminken. Heißt also, sonntagsabends, ich habe vergessen, Abschminkzeug zu kaufen. Kannst du es als Ersatz benutzen? Ich würde es nur nicht allzu oft machen, aber es geht. Also es geht wirklich und ich muss gestehen, ich wasche mich wirklich sehr, sehr gut. Also wenn ich mich abschminke, dann schminke ich mich fantastisch ab. Und deswegen kann ich dir wahrscheinlich den Test nicht anders zeigen als genau so. Hat dieses C.B3, also der Face Toner, hat aber schon mein Herz erobert, weil ich einfach sage so, okay, er bringt einfach verdammtes Make-up runter, wenn es sein müsste. Also wie gesagt, das hier ist ein Härtefall. Der soll eigentlich nach dem Make-up, also nachdem du dich abgeschminkt hast, nachdem du deine komplette, also nach dem Abschminken direkt, bevor du deine Dingspflege gemacht hast, deine Hautpflege drauf gemacht hast, sollst du eigentlich dieses Ganze nochmal nutzen und nochmal abreiben, das Gesicht, um zu gucken, ob da noch was ist. So, ich habe damit Swatches runtergenommen heute von meinem Arm. Ich also getestet, ob das funktioniert. Ich habe einmal durchgewischt, hat funktioniert. Dann habe ich dir jetzt gezeigt, wie das aussieht. Zack. Und aus der kompletten Reihe habe ich hier einfach mein Highlight. Ich will es nicht sagen, aber ich liebe es. Also ich habe noch einen anderen Face Toner von Jaya hier stehen, weil ich noch einen einzigen leer machen will. Das Ding ist, ich will diesen anderen Toner nicht mal mehr angucken. Nicht mal egal was. Und meinen anderen Jaya-Toner, der hier steht, der tut mir gerade leid, weil... Also, und übrigens, er hat meine Lieblingsfarbe. Also, ich liebe Gelb. Ich bin ein ganz großer Gelb-Fan. Und, ich kann einfach nicht anders. Ich muss mit ihm schmusen, weil ich ihn so sehr liebe. Also, es gibt nichts Schöneres als diesen Toner. Und bevor ich das sage, muss wirklich irgendwie die Hölle zufrieren, gefühlt. Weil ich einfach auch so viele Sachen gerne austeste. Aber das da ist einfach das Nonplusultra. Der heilige Gral.
das heilige Wasser. Ja, ja, es tut mir leid. Wenn du dir den nicht bestellst, dann weiß ich übrigens auch nicht mehr. Da habe ich keine Ahnung, was passiert. Wie du siehst, alle Links unten in der Beschreibung auch zu diesem wunderschönen Toner. So, ich kann mich jetzt komplett abschminken. Weil da will man sich nur hinsetzen, um sich einzucremen. Zack, zerstört man seinen Fadenvorhang. Okay. Ich dachte jetzt, es fliegt vielleicht wenigstens nach hinten, aber nicht mal das. So, kommen wir auf jeden Fall jetzt zu diesem guten Stück. Das ist das Face Serum. Ich lese kurz einmal vor. Da, wo fängt das denn an? Aktives Gesichtsserum. Wow. Anwendung sanft. Die Augenpartie ausspannen. Was sanft in die gereinigte Gesichtshaut einklopfen. Kriegen wir hin. Auf geht's. Serum ist ja immer schön flüssig. Ein bisschen Serum. So, und jetzt fange ich hier ja an zu klopfen und zu klopfen und zu klopfen. So, tue ich mal näher ran, beziehungsweise ich komme mal näher ran. Es ist natürlich farblos. Und so weiter und so fort. Ich persönlich verteile immer ganz gerne erstmal so ein bisschen mein Krams, damit ich das dann am Ende auch weiß, wo ich es hingepackt habe. Und übrigens auch davon muss ich niesen. So, und jetzt natürlich noch ein bisschen, weil klar, natürlich nicht alles funktioniert. Das heißt ja immer Augenpartie aussparen. Ich versuche das jetzt hier erstmal einzureiben, also damit ich wenigstens weiß, wo ich was sitzen habe und wo nicht. So, und ich mache aber trotzdem hier so ein bisschen unterhalb der Augen. Ist eigentlich nur dafür da, weil auch dieses Produkt sehr, sehr schön nach Zitrone duftet. Das heißt, da wird ein Kriechöl drin sein, vermute ich mal, rein von der Vermutung gerade. Und ja, deswegen wird das wahrscheinlich so sein. Da klopft man das alles so schön in seine Partie ein. Oh, ich habe zwei Stellen ausgelassen. Das geht ja gar nicht. Schläfen müssen gemacht werden. Dim, 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 dim. Oh. Und jetzt ist es eigentlich auch eigentlich schon so gut eingezogen. Wie gesagt, riecht nach Zitrone, ist super ergiebig, man braucht nicht viel. Man hat aber tatsächlich gleich so einen kleinen Effekt. Und jetzt kann man das besser sehen. Es zieht jetzt nämlich schon schön ein. Und es hat gleich so einen süßen kleinen Effekt von... Weil nach dem Serum tatsächlich ist meine Haut kühler. Also es fühlt sich sehr kühl an und das finde ich richtig, richtig cool. Sowas mag ich unfassbar gern, wenn so ein kühles Gefühl auf der Haut ist. So ein kühles Gefühl, vor allem weil halt eben jetzt, wo es wieder warm wird, wird es eben auch wieder warm. Und das ist das Problem. Ich schwitze. Ich kann es ganz ehrlich sagen, ich schwitze von morgens bis abends. Aber gut, das Serum ist perfekt. Ein bisschen kühlen. Es zieht super schnell ein. Es ist schon eingezogen. Theoretisch kann ich mich jetzt schon ins Bettchen legen und schlafen gehen, was ich aber jetzt nicht machen werde, weil jetzt gleich Football kommt. Also, ja, für mich kommt jetzt gleich Football, für dich kommt jetzt aber das Fazit. Jetzt kommen wir aber mal zum Fazit von den Jaya-Produkten. Ich habe jetzt einfach mal die Creme da, die B, die ist Vitamin B, Vitamin C.B3 Niacinamide Face Serum. Das habe ich mir jetzt stellvertretend mal hierher geholt. Und kann folgende Dinge dazu sagen. Was mag ich daran? Ich persönlich liebe die Farbe. Hallo, das ist einfach gelb und ich liebe gelb. Ich bin total, da Jaya einfach mal mich, die hat einfach gedacht so, oh, hallo, Nessie möchte es gerne wieder haben. Raufen wir uns die Haare raus. Sonst rauft sie sich die Haare raus. Also machen wir es gelb. Und daher, ja, fürs Packaging 100%. Es ist vegan. Nochmal 100% von mir. Tierversuchsfrei. Bingo, bongo. Alles supi. Meine Haut reagiert, wie gesagt, ein bisschen lahmarschig auf das Ganze. Aber sie braucht wirklich Zeit. Also meine Haut ist wirklich so eine
Oh Gott, so eine Weinbergschnecke unter der Haut. Aber wie gesagt, meine Haut fängt an von dem Waschgel super schnell zu merken, dass es ein bisschen kribbelt, dass sie arbeitet, dass sie durch Blutung arbeitet. Dann von dem Wake Me Up Creme genau dasselbe. Es ist so schön. Natürlich kann es auch an meiner Haut liegen. Das ist alles in Ordnung. Das könnte meine Haut sein. Das kann aber auch nicht meine Haut sein. Also beziehungsweise das kann nicht nur meine Haut sein. Es kann auch sein, dass es bei ganz anderen Leuten ist. Das Wake Me Up Serum ist schon Serum. Creme. Schon geil. Dann das Serum. Ich finde das echt schön und man kann sich so schön ins Gesicht klopfen. Mal ganz im Ernst, wie gerne macht man das so? Fördert auch extrem gut die Durchblutung, muss ich sagen. Und die drei Produkte sind schon extrem geil. Liebe ich. Aber für mich der Gewinner in dem Ganzen ist das, ist der Toner, der Face Toner. Und sagen wir es mal so, hat mein Beauty Game ein bisschen gechanged. Ja, jetzt habe ich aber noch zwei Toner hier stehen und was mache ich nun? Aufbrauchen der anderen und mein Baby ein bisschen warten lassen oder die anderen ignorieren und das Ganze, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, ich weiß es wirklich noch nicht, aber ich liebe diesen Toner. Der sagt dir komplett, ob du dich gut abgeschminkt hast, ob du schlecht dabei warst und ich kann nur sagen, ich weiß jetzt, wann ich wo waran arbeiten muss und ich merke immer mehr, dass ich doch eigentlich perfekt abschminke. Übrigens schminke ich mich ja generell sogar mit Jaya ab. Ich habe zwar ein Micellenwasser, was ich gerade teste, darüber reden wir auch noch irgendwann mal, aber der Rest ist Jaya und wenn ich mich mit Jaya abschminke, beziehungsweise wenn ich meine komplette Haut mit Jaya pflege, ist meine kritisch komische Haut, die ich nun mal habe, total glücklich und zufrieden. Ja, dann gönne ich meiner Haut weiterhin Jaya. Die Produkte sind nicht so teuer und vor allem das Coole ist, wenn ihr Urlaub in Polen macht, könnt ihr das so kaufen. Aber ich kann dir sagen, stell's jetzt bei Cosmetic for Less. Geht erstens schneller. Zweitens, also wahrscheinlich schneller, als dass du in den Urlaub nach Polen fährst. Zweitens, du hast die Sachen sofort da. Und drittens, ja, du kannst noch Geld sparen. Im Gegensatz zur Drogerie kann ich dir nämlich 15% anbieten mit meinem Code BUNNY15, B-U-N-N-Y. Und dann 15 da hinten dran, kannst du nämlich 15% sparen auf die Produkte. Ja, 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 ich weiß. Nein, ich will es nicht nur an die Sache, an die Leute bringen oder so. Ich bin wirklich vollkommen überzeugt davon. Meine komplette Pflegeserie ist nur noch Jaya. Also es gibt nichts anderes, was ich an meine Haare, an meiner Haut lasse. Nichts. Ich bin voll der Jaya-Junkie. Und ich verlinke dir am besten mal die Playlist. Dann siehst du nämlich, dass ich wirklich nichts anderes mehr benutze. Denn diese Firma hat mein Leben komplett verändert, meine Haut komplett verändert. Und ich glaube, ich habe hier sogar, oh, ich habe sogar Sonnencreme. Also das ist jetzt kein PR-Stück, nur damit wir das kurz geklärt haben. Also auch meine Sonnencreme ist Jaya. Der Rest ist einfach alles. Ob das das Shampoo ist, die Spülung, die Haarmaske und so weiter und so fort. Du findest alles bei Cosmetic for Less. Es gibt eine riesen Auswahl. Und wie gesagt, mit Bunny 15 bekommst du deine Prozente auf das Ganze. Und nur, damit wir das kurz klargestellt haben, wenn du da noch polnisches Make-up haben willst, da habe ich auch noch eine Idee für dich. Das verlinke ich dir auch mal am besten. So ein bisschen polnisches Make-up kann ja nicht schaden. Es ist sehr gut. Wie gesagt, bestell dir Jaya. Ich liebe es und ich habe es für dich getestet seit 2 Wochen. Und meine Haut vergöttert ist, auch wenn ich jetzt auf der Nase anfange, so richtig schön aufzublühen. Es macht nichts, ist alles in Ordnung, es ist alles abzusehen, dass es wieder verschwindet und dann viel, viel schöner wird. So, und jetzt bin ich fertig. Ich kann dir, wie gesagt, nur sagen, bestell's. Abonnier meinen Kanal, wenn du mehr sehen willst, auch vor allem von Jaya, von polnischen Make-up-Marken, von anderem Make-up und wenn du auch Interesse hast an Reisen und anderen Sachen. Und vielleicht schaffe ich es, noch vor Oktober mal Cosmetic for Less in Hamburg zu besuchen. Mal gucken, wie das so wird. Ich schau's. Weil ich war ja erst da. Ich war ja erst da, aber trotzdem, ich bin ein Riesenfan und deswegen muss ich da wieder hin. So, in dem Sinne jetzt. Aber hier, Schluss mit Labern. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Schmink dich, pfleg dich, gönn dir Jaya-Pflege und lass deine Haut gut aussehen und strahlen. Wir sehen uns ganz bald wieder. Bye!